Hallo, Temujin. Ich heiße Temujin. Ich bin der reichste Mann von ganz Luran. Dennoch bereitet mir etwas Sorgen. Willst du hören, was mich bedrückt? Na klar. Was bedrückt dich? Ich sorge mich darum, was aus meinem Vermögen nach meinem Tod wird. Was soll ich tun? Nimm es mit. Ganz einfach, nimm es mit ins Grab. Es ist dein Geld. Das ist ein guter Vorschlag, Fremder. Danke, jetzt muss ich mir nicht mehr andauernd Gedanken machen. Wir sind hier der nächste Dr. Sommer, ne? Also, ne? Es läuft bei uns. Was gibt's da drinne? Guten Tag. Den ganzen Tag schufte ich. Niemand dankt es mir. Ich sprach nur mit mir selbst. Vergiss, was ich sagte. Ach, die arme Frau. Und hier ist dein Zwilling. Ey. Melins Haus liegt direkt hinter diesem. Geh durch die Hintertür zu Melin. Das geht schneller. Ist das die Hintertür? Das ist die Hintertür. Das war ein Kamin und keine Hintertür. Das ist nicht die Hintertür. Ach so, die meint vermutlich ganz weit draußen, oder? Aber ich wollte mich sowieso nochmal hier umgucken. Was gibt es denn hier? Ah, ach so, das ist die Hintertür. Bist du auf der Reise? Wir haben nicht viel, doch sei unser Gast. Oder willst du etwas Bestimmtes? Ja, wo ist denn Mei-Lin? Ich suche nach dem Mädchen Mei-Lin. Ein Freund von Mei-Lin? Sie ist zu Hause. Kriech doch in den Kamin hinein. Was? Sind wir hier Schornsteinfeger oder was? Oh mein Gott. Ach, ist das süß. Was willst du? Wer hat dich geschickt? Was, Macho? Ich lebe hier mit meinen Eltern und bin glücklich. Das ist mein Zimmer. Da hast du nichts zu suchen. Warte, aber es wurde doch gesagt, dass ihre Eltern tot sind. Das heißt, das ist alles eine Illusion. Alles, was ich hier sehe, ist eine Illusion. Genauso der Hund. Dippy, lass ihn los, komm her. Verschwinde, verlass auf der Stelle die Stadt. Okay, also bei ihr stoßen wir auf nichts Gutes. Gut, das heißt, Mei-Lin hat eine Illusion geschaffen, die sich in dieser Stadt befindet. Beziehungsweise, diese Stadt ist eine Illusion. Willkommen! Wenn du möchtest, erzähle ich dir von dieser Stadt. Viele Reisende kommen nach Luran. Hier in der Wüste gibt es keine reiche Ernte, aber wir haben Taler. Dank der Taler können wir zufrieden und glücklich leben. Wow, was für eine faszinierende Geschichte. Gut. Dann schauen wir uns mal weiter um. Es hat also keinen Sinn, so mit Mei-Lin zu sprechen. Aber wir wollen uns ja eh erstmal nochmal umsehen hier. Mit der haben wir auch schon gesprochen. Mit dem Reisenden. Suchst du ein Hotel? Wo ist ein Hotel? Ich bin müde. Gibt es ein Hotel? Du findest es auf der linken Seite, nicht weit entfernt von hier. Die Mauern geben Schutz vor Sandstürmen und verwirren Fremde. Links ist da lang. Das heißt, wir gehen erstmal rechts. Einfach um uns vorher anzutun. Ach, Lager. Ein Ratschlag. Einige Dämonen kämpfen in Formation. Um sie zu besiegen, brauchst du eine schlagkräftige Waffe, um sie den Flammensperrmonster an kalten Städten zu bekämpfen. Oh, okay. Da da. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Willkommen im Laden. Da 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 da. Was willst du denn haben? Die Musik habe ich ganz vergessen. Oh, amazing. Dann ist hier bestimmt der Magier oder niemand. Oh. Boah, voll gecheatet. Ich wusste gar nicht, dass es geht. Kann ich ihm das klauen? Ey, komm schon. Nix klauen? Was? Nix? Das ist ja lame. Jetzt, da können wir gar nicht weiter. Und können wir... Ja, da können wir ja weiter. Da geht's jetzt zum Hotel dann. Ich plane hier einen Eingang, falls ich durch die massive Mauer komme.
Und so lange läuft er einfach mal. Alles klar. So, ist hier das Hotel? Ja. Du musst erschöpft sein. Ich habe dir ein Bett bereitet. Ruhe dich aus. Oh, das ist ja sehr, das ging ja sehr flott. Okay, Speisen. Könnte ich erstmal was essen? Es spielt keine Rolle, wo du herkommst. Genieße jeden Tag. Ja, das ist wirklich ein sehr wichtiger Ratschlag, den jeder beherzigen sollte. Achso, und hier sind die Schlafgemächer. Und ich habe hier sogar einen Nachbarn. Oh, noch ein Gast. Ich bin Hedi. Ist das nicht eine nette Stadt? Alle sind so freundlich. Bleib doch. Ja, cool. Aber ich will erstmal gucken, einfach aus Neugierde, was es denn dort gibt. Ah. Und die sehen sie nichts. Okay. Gut, ja, dann beherzigen wir einfach mal den Ratschlag und, den Ratschlag und legen uns schlafen. Hey, Ark! Irgendwas stimmt hier nicht. Was? Ja, die Musik verheißt auch nichts. Dieser Geruch, es riecht nach verfaultem Fleisch. Was? Ah, okay, eine Wunderknolle. Was? Verfaultes Fleisch? Da! Lebende Leichen! Ark, nun zeigt Lurain sein wahres Gesicht. Eine Leichenstadt. Ein Zauber sollte alle Besucher täuschen. Lass uns von hier verschwinden. Oh mein Gott. Die erst mal platt machen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Au, au, au. Das ist mies, das ist mies, das ist mies. Boah, das ist richtig mies. Bloß nicht, aua, den Kopf verlieren. Der ist bei Zombies eigentlich mittlerweile total schäbig, ich weiß. Okay, was geht hier vor sich? Die W-Seite. Oh, wir verlieren Leben. Haben wir kein Gegengift oder so? Möchten wir das, können wir das benutzen? Vergiftung ist geil. Ja, okay. Können wir das nicht als Dings ausrüsten? Wie ging das denn? Was cool wird? Schon XZ? Nein. V? Okay. Was ist das denn? Mordeo. Aua! Mordeos Ex oder was? Ich hab Angst. Stirb! Stirbt alle! Kehrt zurück in den Tiefen des Untergrundes, wo ihr hingehört. Platz, okay. Wenn alles eine Illusion, also wenn, warte, ja, Alter. Ja, ja, hauen einfach mal ab. Aber nicht ohne vorher alle platt gemacht zu haben, denn das gibt Erfahrungspunkte. Ups. Und die brauchen wir, aua. Damit wir, aua, Alter, der ist voll hart. Damit wir hier durchstehen können. Nein, nein, nein. Oh, das war knapp. Aber du möchtest ja den Kopf verlieren. Oh, nö. Verpiss dich. Oh, schön. Meine Ausdrucksweise. Verzeiht mir. Bitte. So. Alter, was geht denn hier? Noch so ein Viech. Aua. Das war doof.
Wenigstens kriegen wir die ganz gut weg. Das ist auf jeden Fall schon mal eine gute Sache. War das so geplant? Ich glaube irgendwie nicht, dass das so geplant war. Wir sollten vielleicht mal dorthin gehen. Hedi, Hedi! Ich kenne dich aus dem Hotel. Die Stadt, was ist geschehen? Weit bin ich gereist, um diese Stadt zu finden, doch das... Falls ich überlebe, werde ich meine Erlebnisse kundtun. Du wirst überleben. Denk nicht so pessimistisch. Können wir nicht hier runter durchklettern? Ach nee, wir können da nicht durch. Wirklich nicht. Okay, wie kommen wir da hin? Du brauchst nicht den Kopf verlieren. Tö. Den Kopf verlieren. Oh, ich sollte bloß nicht den Kampf verlieren. So. Jetzt sind wir wieder ein bisschen gedankt. Boah, ich weiß, ich glaube, als ich das damals als kleines Mädel gespielt habe, fand ich die Stadt schon ein bisschen unheimlich. Okay, also wo müssen wir lang? Die können uns nichts anhaben. Oh! Nein, warte. Aua! 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 Alter! Darf ich mal einmal zu werfen? Danke. Au! Okay, was haben wir hier? Gegengift, okay. Und was haben wir hier? Flickenumhang, cool. Bringt der Umhang denn was? Also sollte eigentlich ein Mädchen hier finden. Was? Was ist denn gut? Kein schöner Mantel. Mensch. Schützt vor Feuer, schützt vor eisiger Kälte. Schützt vor Vergiftungen. Schützt vor... Nee, gar nicht. Schützt vor Kleidung. Schützt vor Kleidung. Das wäre es jetzt gewesen.